geben, sage ich mal. Ja, es ist halt schade, aber wie gesagt, also ich persönlich finde den Film auch klasse. Ich habe ihn auch, glaube ich, 7 oder 8 Mal gesehen. Und ja, also mir gefallen ja die anderen Verfilmungen gar nicht, der Rotenburg und aber wie gesagt. Ja, zur nächsten Frage. Um Ihren Film Melancholie der Engel kursieren ja sehr viele Gerüchte. Ich selbst habe ihn ja 24 Mal gesehen, dennoch mache ich mir immer noch Gedanken darüber, da es mir nicht gelungen ist, ihn vollständig zu entschlüsseln. Können Sie vielleicht zu folgenden, ja, Thesen und Fragen etwas sagen? Also Punkt 1 wäre, die Figur Katze steht im Mittelpunkt und man soll den Film als Zuschauer mit Katze erleben. Ist das richtig? Das ist eine Herangehensweise. Der Film ist ja so konzipiert, das ist ja sozusagen ein Experimentalfilm, der eben so konzipiert ist, dass man ihn auf verschiedene Weise lesen kann. Allerdings kann man nur Zugang kriegen und überhaupt verstehen, wenn man gewillt ist, eben, das war eigentlich das große Projekt hinter dem Film, dass man die falschen, anerzogenen, durch die Gesellschaft antrainierten, erzwungenen Moralvorstellungen beiseite lässt und bereit ist, sich mit einem der beiden Hauptpersonen zu identifizieren und nur aus deren Blickwinkel den ganzen Film anzusehen. Hauptsächlich natürlich Charakter, der von Carsten Frank gespielt wurde, der Katze. Aber man kann das auch machen, indem man sich mit diesem anderen Charakter, dem Braut, identifiziert. Dann kriegt man ein bisschen einen anderen Zugang dazu. Aber auch das ist möglich. Okay, weil mich hat ja sehr gewundert, dass bei der DVD ist eben ja auf der einen Tonspur, auf der 2.0, da fehlt ja eben der Off-Kommentar vom Katze. Und jetzt war eben meine Frage, ja, warum existiert denn diese Tonspur ohne den Off-Kommentar, der ist ja meines Erachtens sehr wichtig auch. Ja, der ist auf jeden Fall wichtig. Und, das habe ich auch erst irgendwann gemerkt. Das war ein Fehler von den Leuten, die die DVD gemacht haben. Also ich hatte da wohl, oder die hatten da schon Monate zuvor wahrscheinlich irgendeine andere Version gekriegt, die noch nicht vollständig bearbeitet war. Und haben dann fehlerhafterweise eben ich glaube, die Stereotonspur ohne den Kommentar da genommen. Also das war noch einer Fehler von der DVD-Masterin. Ach so, also es ist dann tatsächlich ein Fehler, weil ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Warum ist da so eine Tonspur drauf? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn ohne die. Ein Fehler, das darf eigentlich, dürfte eigentlich nicht geben, diese andere Version ohne den vollständigen Off-Text von Katze. Okay. Ja, der Film scheint ja sehr viele buddhistische Ansätze zu haben. Ja, das ist völlig richtig. Ja, das kann ich jetzt weit ausholen. Das hat sicherlich den Grund, dass selber die buddhistische Religion als eine der vernünftigsten Religionen erachte, weil das Verständnis des Buddhisten gegenüber der Gesamtschöpfung, sage ich mal, ist meines Erachtens wesentlich nachvollziehbarer und unterstützenswerter als die anderen Religionen. Ich bin übrigens überhaupt kein Religionskritiker. Das wurde immer wieder fälschlich behauptet, vor allem nach dem Film Carcinoma. Das stimmt natürlich nicht. Ich bin überhaupt kein Religionskritiker. Im Gegenteil, ich bin zum Beispiel, ich stehe dem Katholizismus sehr, sehr wohlwollend und positiv gegenüber. Bestimmten Elementen, manche Elemente lehne ich natürlich ab, aber im Großen stehe ich dem Katholizismus sehr positiv gegenüber. Im Gegensatz dazu lehne ich die evangelische Kirche komplett ab, als Weichspülversion einer Religion. Das ist also, das sollte man geradezu bekämpfen, die evangelische Kirche. Ich selber bin allerdings eigentlich überhaupt nicht das, was man jetzt wirklich als gläubig oder religiös bezeichnen kann. Für mich spielt das jetzt im Alltag keine große Rolle, weil ich denke, dass mein
dermaßen gefestigt ist, dass ich da jetzt keinen größeren Anhalt brauche. Ich würde mich eher als spirituell bezeichnen. Okay. Ja, die nächste Frage wäre: Sämtliche Figuren in Melancholie der Engel stehen symbolisch für verschiedene, in Klammer negative, menschliche Emotionen, ja, wie Trieb, Naivität, Sadismus, Angst, Zorn etc., beziehungsweise Entwicklungsstadien. Ja, also das ist eine richtige Beobachtung, genau. Da steckt natürlich ein bestimmtes Menschenbild dahinter, was sicherlich nicht sehr positiv ist und ja, die Enttäuschung auch darüber, dass dieses Menschenbild eben leider im Laufe des Lebens gefestigt hat. Diese Enttäuschung bedingt natürlich auch die Melancholie. Das jetzt genau aufzuschlüsseln, das würde natürlich jetzt den Rahmen sprengen. Ja, denke ich auch. Es ist sicherlich auch nicht so ganz sinnvoll, wenn ich eine Art Betriebsanleitung für den Film gebe. Ja, das ist klar. Ich, also muss nur, den Zuschauer natürlich auch selber auf die eine oder andere Art und Weise erschließen, wobei ich mir natürlich im Klaren bin, dass die meisten Zuschauer da den Zugang gar nicht suchen wollen. Das ist ja auch verständlich, oder das muss man auch so hinnehmen. Aber wenn man dann hört, dass es natürlich immer wieder Leute gibt, so wie offenbar auch, dass die sich mit dem Film beschäftigen, dann ist es schon, dann hat der Film schon sein Ziel erfüllt. Ja, das ist schön. Ja, wie gesagt, also Sie haben ja wirklich viele Fans und ja, ich gehe jetzt mal weiter. Sexualität wird in Melancholie der Engel immer als leidvoll dargestellt. Ja, wie alle zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich in diesem Film. Es gibt aber auch sehr viel Wärme dazwischen, beziehungsweise die Sehnsucht nach der Wärme. Das ist natürlich da, die Zärtlichkeit ist da, aber das Fazit ist sicherlich ein sehr negatives, was die zwischenmenschlichen Beziehungen allgemein angeht. Ja, weil Sie gerade das eben angesprochen haben, da fällt mir jetzt gerade eben spontan eben die Szene ein mit, ja, mit Katze und Patricia gegen Schluss hin, wo sie eben ihre Gefühle da sagt. Und ja, also ich bin jetzt selber gerade froh, dass ich doch einiges da ja richtig interpretiert habe. Die nächste Frage wäre: Katze scheint der. Gerade diese angesprochene Szene Ja. hat mich immer übrigens gestört, weil ich die eigentlich danach, wollte ich sie anders inszenieren, noch etwas negativer. Das kam mir dann schon unmittelbar nach dem Dreh, nach der Szene, 10 Minuten später, dachte ich mir, hätte ich noch ein bisschen anders inszenieren sollen, aber ich hatte natürlich nicht die Zeit. Wir hatten ja einen extrem engen Drehplan. Der Dreh waren ja 3 Wochen, das ist jetzt sehr lang, aber der Film ist natürlich auch sehr, sehr komplex und wirklich hat viele schwierige Szenen. Und ich war ja auch nicht alleingestellt und insofern hatte ich sehr, sehr viel Mühe, das Projekt in dieser Zeit durchzubringen. Und wenn mir Dinge nicht gefallen haben, ich hatte meistens keine zweite Chance. Ich konnte Szenen nicht, schon allein vom Zeitlichen her, gar nicht wiederholen und besser machen. Okay. Ja, also Katze scheint ja der am weitesten entwickelste und komplexeste Charakter im Film zu sein. Findet er endgültige Erlösung im Tod, in Klammer ohne Wiedergeburt? Das ist die am weitesten entwickelte Person. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass das die Rolle von Carsten Frank ist, der ja auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Der hat sich da ja auch sehr eingebracht. Also sein Anteil an dem Film, also am Drehbuch, ist ja sehr groß auch. Deswegen haben wir natürlich auf diese Entwicklung auch am meisten Wert gelegt. Deswegen ist er auch der, der das ganze Geschehen posthum erzählt oder kommentiert. Das ist völlig richtig. Wie weit das Ganze in der Lösung gipfelt oder im Gegenteil, das bleibt letztendlich
ja, ein bisschen der Lesart des Films überlassen, aber ich sehe das Ganze schon letztendlich positiver. In dem Zusammenhang ist ganz interessant. Ich war da vor, weiß ich nicht, einigen Monaten in Holland eingeladen zu einem Festival wegen diesem Film. Und da kam dann ein Herr mittleren Alters zu mir und hat sich sehr bedankt für den Film und meinte, auf mein Nachfragen, was ihn da jetzt so gebracht hat, dieser Film, da meinte er, seine Mutter sei gestorben und er war völlig verzweifelt und wusste nicht, wie er weitermachen soll. Und dieser Film hätte ihn über diese Zeit gebracht und ihm Trost gegeben. Also die Erlösung, die da möglicherweise ja doch stattfindet, war für den ganz stark zu spüren und er hat das wirklich auf sein Leben übertragen können. War interessant für mich, das zu hören. Ja, also wie gesagt, wenn das Interview vorbei ist, dann möchte ich Ihnen auch noch gern was sagen. Jetzt habe ich halt noch ja, die Frage, ja, weshalb haben Sie die Figur denn eigentlich Katze genannt? Gibt es einen Bezug der Figur zu der berüchtigten Katzenszene am Ende des Films? Dass der Charakter Katze heißt, hatte seinen Grund. Und zwar letztendlich lag das im Drehort begründet. Wir wollten den Film nämlich wo ganz woanders drehen, nämlich in einer Burg. Und wir hatten auch Dreherlaubnis, aber letztendlich hätten uns Dreharbeiten in 3 Wochen in dieser Burg 2000 Euro gekostet. Das hat der Besitzer verlangt. Und da das Budget sehr knapp war, hat Carsten Frank dann wirklich am letzten Tag, bevor der Dreh begonnen hat, dafür entschieden, nein, wir nehmen nicht die Burg, sondern wir drehen wieder in diesem Bauernhaus, wo wir ja auch den Kannibal gedreht hatten. Und das war natürlich ein Problem, weil das Skript war letztendlich auf diese erste Location, auf diese Burg ausgerichtet. Und die Burg hat dem Geschlecht von Lacat gehört. Und das war auch überall an den Wappen eingraviert. Und insofern hat sich dieser Name von diesem Adelsgeschlecht abgeleitet. Dieser Bezug geht natürlich jetzt flöten in dieser neuen Location. Trotzdem war alles darauf ausgerichtet, wir haben das nicht geändert, gar nicht mehr ändern können in dieser kurzen Zeit. Aber da ist natürlich die Szene dann mit der Katze, eine gewisse Bezugnahme, um zu zeigen, wie sich der Charakter des Heinrich da schon entfremdet hat und die Rivalitäten, die aufgekommen sind, dann letztendlich auch den weiteren Fortgang bestimmen. Ja. Ja, in welchen Ländern wurde denn Melancholie der Engel gedreht?